Moin Leute, willkommen hier bei Mechabellum. So, diesmal bin ich wieder hier selber am Spielen. Also bin ich ja sowieso immer, aber diesmal ist keine Wiederholung. Und tatsächlich, was kann man hier Schönes für Quatsch machen? Nach was, ja, was verlangt mein Herz? Was möchte ich tun? Ich habe keine. Ha! Ich habe gerade eine Idee. Ja. Das ist echt schön. Das gefällt mir. Wo ist er? Da. Ich bin ja ein Fan von Oper, muss man ja sagen. Das machen wir mal. So. Okay, die sollen ja schnell die Kriecher wegknüppeln. Dieses Problem haben wir nicht. Wir haben nämlich keine Möglichkeit, die Kriecher zu killen schnell. Okay, da sind zwei im Überleben gewesen. Geblieben. Egal, das sollten wir schnell hinkriegen. Ja, also, ja, ich meine ganz ehrlich, die Phönixe sind eigentlich jetzt entspannt. Hier können die Leute farmen auf dem Boden und dann hoffentlich jetzt einzeln zu zweit zu einem Turm gehen. Warum geht ihr alle zu einem? Also Wegfindung von diesem Spiel ist manchmal ein bisschen fragwürdig, naja. Und killt es bestimmt schnell, schnell. Ja, schnell killt die. Nice, okay, nur noch zwei Phönixe am Start. Aber so viel XP, die in der Mitte sind. Oh, gönn mir bitte. Oh, ich will so viel. Oh mein Gott, wie viel hier noch rumliegt. Rumläuft. Ihr liegt alle nur rum, ihr seid alles nur XP für mich. Oder Vorräte, meine ich nicht XP. Bei XP. Geben die überhaupt XP die Teile? Tun sie nicht. Schade. Ah, oh, wenn ich dieser. Oh mein Gott, wäre dieser Phönix nicht am Leben gewesen, hätte ich alles killen können. Oh, hätte ich nur. Oh, wie viel habe ich bekommen? 326 Vorräte habe ich bekommen. Nice. Schade, da hätte. Oh, da wäre bestimmt noch mehr drin gewesen für uns, wenn da jetzt, ne? Oh! Okay, dann weiß ich schon mal, was ich nehme. Ja, soll ich was mit Oberherren machen? Ich bin mir noch nicht sicher, 100%. Lassen wir das nochmal ein bisschen in der Warteschlange und dann überlegen wir nochmal, ne? Übrigens, ich habe irgendwie nichts, um hier sowas zu killen, deswegen machen wir das einfach mal so weg. Du, Kollege, wirst einmal direkt und hardcore krass den Kollegen hier klatschen. Danke. Sehr freundlich. Das war keine Frage, das war auch keine Bitte, das war einfach Tatsache, weil sind wir ehrlich, bevor der Junge hier überhaupt in Range ist, ist er schon tot. Der Geist. Und der wird auf jeden Fall hier von unserem Schmelzpunkt geschmolzen. Ist die Frage, was machen wir jetzt noch? Wir machen ein bisschen Schaden hoch noch, damit er auf jeden Fall. Ja, komm. So, die sind tot. Schmilz, 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 schmilz. Und tschüss. So, der ist auch flöten gegangen. Das ist super. Ha, läuft alles auch 1A hier, muss man sagen, ne? Okay, geh bitte zu dem Turm. Ich brauche mich Vorräte. Ich bin richtig hart. Geldgeil in diesem Game, muss man zugeben. Muss ich zugeben. Also ihr könnt es auch zugeben, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Gewicht hat wie meine eigene Aussage, aber hey. Schließlich sag ich, dass ich es bin. Also ich habe auf jeden Fall ein paar andere Skills beim Oberherr. Aber mir gefehlt immer noch diese Sprungantrieb. Finde ich einfach unfassbar geil, weil du halt dann die Geschwindigkeit beim Oberherr erhöhen kannst. Und der ist immer so mega langsam. Also ich glaube, ich werde das wieder ändern tatsächlich. Also, mit tatsächlich meine ich 100% wahrscheinlich irgendwann mal. Wenn ich diese Fähigkeiten überdrüssig bin, wenn ihr versteht. Aber jetzt gerade ist noch okay. Also, ich kann noch damit leben. Gerade so. So mit Reichweite. Ich wollte einfach mal was mit Reichweite und Werfeüberlastung machen, vielleicht. Ist ganz lustig. Aber wenn ich Geschwindigkeitsspezialist bekomme, wäre es echt nice. So, ich führe jetzt Hardcore. Das gefällt mir gar nicht. Aber es ist jetzt nicht die letzte Runde. Wie gesagt, ich habe meine Meinung geändert.
Letzte Runde, wenn man da führt und den Boss ins Gesicht bekommt, in der letzten Runde, das ist blöd. Denn dann bekommst du 100%. Ja, da hast du ein Problem. Dann bekommst du so hart den Boss ins Gesicht und verlierst. Aber ich krieg jetzt natürlich schon den Boss ins Gesicht. Ja, der Boss kommt natürlich schon früher. Ich habe vorher nicht drauf geachtet, so mega, weil er sonst immer vor der Mitte kam. Aber der kommt ja jetzt schon auch. Das ist halt das Ding. Nicht erst ab Runde 7, 6 so. Was haben die Feinde denn hier? Okay, der Junge geht hardcore auf Sturmhufer. Ich kann einfach Massen an Umbeherre bei ihm reinschicken und der könnte nichts machen. Eine Überlegung ist es wert, nicht? Ich meine, kann der Luft angreifen? Nein. Gut. Ah, ich kann ihn ja gar nicht mehr platzieren. Ich bin so gewöhnt, dass ich diese eine Fähigkeit habe auf den, ne? Auf die, das ist, oh Mann. Blöd. So, ich fokussiere mich jetzt ein bisschen auf Umbeherre, ich weiß, aber. Why not? So, die Heilung ist natürlich wegen den, ja, Mustangs. Leider reicht die PM, die haben, die ganzen Teile, um halt trotzdem einen zu killen von mir. Ich glaube, das reicht nicht für den anderen. Ja, genau, das reicht nicht für den anderen. Das reicht nur für den einen. Na gut, haben wir einen verloren. Das ist ein bisschen blöd, aber muss ich wohl mitleben können. So, kriege ich mal Speed-Spezialist oder so? Das wäre super. Weil ich muss ja keinen Spam machen. Ich kann ja hier und da einfach mal ein bisschen Quatsch machen. Ich kann ja alle möglichen Kram ausprobieren. Also nicht. Wenn ich jetzt eine Einheit auf Stufe 7 bekomme oder so, die geil ist, dann denke ich mir, hey, warum nicht? Können ja Tech-Team machen, so. Mit einem Wurm, mit einer Festung und einem Oberherr, irgendwie sowas halt. Das ist KI, ne? Das heißt, ich krieg jetzt nochmal extra Kohle. Nice. Lecker. Dort schmeckt richtig gut, du. Ich kann einfach einen OP-Oberherr machen, warum nicht? Dafür sind ja die Fähigkeiten. Oder sind Scharfschüsse, das gefällt mir nicht. Sag mir nicht, die haben. Oh, die haben keinen elektromagnetischen Schuss. Geil. Ich habe das mich schon mal ausprobiert und hat jeder gefühlt im feindlichen Team. Jeder hatte irgendwie ein bisschen elektromagnetischen Schuss. Jeder hatte irgendwie ein bisschen irgendwie überall davon was rumliegen. Das hat mich so abgenervt. Ha. Ich mal auf meinen Range-Oberherr gehen? Irgendwie habe ich da Bock drauf. Warte mal, dann kriege ich 175 Range habe ich dann. Ne, 100. Ah, ne, ich kriege ja nur 40 dazu, ne? Keine 50. 165. Aber ich kriege dann noch die 15 durch den Tower. 180 Range habe ich dann. Nice. Gib mir jetzt noch bitte verbesserten Oberherr, das wäre super. Oh, damn, boy. I don't like that. Okay. Zug. Okay, Kriecher sind ein Problem. Spawnen die Kriecher? Nein. Haben die irgendwas? Nein. Okay, der Schwachsinn muss alles sterben. Mach ich schon mal das hoch, denn damit die Heilung noch mal mehr heilt natürlich. Ich ihn aufleveln? Gibt es irgendwas, was gut dagegen ist? Die haben auch so viele Scharfschützen. Also immer mehr sehe ich mir so sehr viele Sachen, wo ich mir denke, da wäre auf jeden Fall Oberherr ganz nice. Deswegen. Ich stelle noch mal einen hin. Das war echt knapp von der Zeit, ich weiß. Vielleicht war es dumm, dass ich die zu weit weggeschickt habe, aber ist okay. Muss ich jetzt mitleben. Wobei, die haben auch nur die Panzer zum Säubern der Kriecher. Vielleicht klappt es ja doch. Der bleibt da eher hinten weiter, weil er der Range hat, ne? Ah ne, Quatsch, der kommt ja auch nach vorne wieder. Wegen dem Feuer, Leuchtfeuer. Egal, das sollte eigentlich reichen, ne? Oh, der hat's überlebt! Der einer hier, Ich habe nie an ihm gezweifelt.
Oh, Stufe 6, Stufe 3er Mustangs, die jetzt noch für free sind, weil der Turm weggeflogen ist von dem Feind. Nice. Also er ist weggeflogen, er ist nicht zerstört worden, er ist geflogen. Er hat einmal gesagt, nee, kein Bock mehr, lass mal gehen. Okay, Kriecher sind echt, Alter, what the fuck? Also. 700 Schaden, okay, die machen kann, oder das macht so viel Schadenteile. Ein Oberherr, sie alle zu knechten, oder was? Ich bin ehrlich, mal so eine Runde, die Abstufe, also Runde 6 schon vorbei ist. Wäre schon mal ganz lustig. Schwer, aber nicht unmöglich. Gibt er mir genug Geld, damit ich da... Ich weiß es nicht. Soll ich einmal einen Amok-Rhino machen, der einfach hier durchläuft alles und wegklatscht? Der hat... Oh, der hat sowas. I don't like that. I don't like that. Oh ne, ich krieg gar kein Geld dazu, verdammt. Okay, Range. Range ist... So, ja, ich glaube, Wasp wären besser gewesen. Aber ich glaube, ich kann jetzt ja einfach so eine Armee hier drumherum bauen, die einfach komplett aus Wasp noch besteht. Und danach machen die noch eine Wasp-Spawn. Das ist, glaube ich, eine geile Sache. Soll ich mir das schon mal freischalten? Oh, ich krieg ja... Ah, ich bin ja Luftspezialist. Ach genau, ich sollte mal vielleicht mal öfters... Ich denke manchmal dran, manchmal nicht, aber irgendwie... Ich muss übrigens mal am Rande erwähnen. Ich bin Luftspezialist. Das heißt, Luft... Ach nee, hat man ja am Anfang, glaube ich, auch schon gemerkt, ne? Okay, die Teile... Scheiß. Okay, diesmal nicht so weit. Und, auf dieser Seite haue ich den Kram weg. Aber auf der linken nicht, weil da die Oberherren sind und die den Kill, die Kills bekommen sollen. Für Level. Oh mein Gott, ey, diese Teile sind so... Alter. Diese Phönixe, die hätten mir echt hardcore das alles versauen können, ey. Na, ich habe jetzt den übelsten Range-Oberher hier, aber... Sind wir ganz ehrlich. Meine Turm... Turmfeld habe ich Probleme. Oh, er hält es trotzdem aus, kein Problem, gar kein... Ach. Ja, alles easy. Ah ja, ich habe da nicht mitgerechnet, bin ich ehrlich, aber... war trotzdem ganz entspannt. Nein, das bringt gar nichts auf einem Oberherr. So, wenn du gegen Rieseneinheiten kämpfst, aber ich glaube, ich möchte da keine 300 Euro für bezahlen, also... 300 Euro. Ey, für 300 Euro sowas, ne? Niemals. Das ist viel zu lappisch, Mann. So, 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 so. Wenn ich jetzt auf Range auch gehe bei den Oberherren, könnte ich doch rein, theoretisch jetzt auch. Wasp-mäßig könnte ich doch dann bestimmt... Machen wir das mal so, warte mal. Ich möchte das ein bisschen links weit... Wobei, warte halt, stopp. Ich habe es mir anders überlegt. Hier ist mich dann mit dem elektromagnetischen Schuss. Dementsprechend kommt jetzt alles nach links. Und der Kollege nimmt einen kurzen Umweg und ja, geht nach da so. Ich habe aber keine Möglichkeit. Ich glaube, ich verliere das jetzt einfach, weil da so viele Kriecher kommen. Ja.
Könnte sein, dass ich das jetzt hart auch verliere, auf jeden Fall. Also ich gehe mal stark von aus, jetzt, dass ich das hart verliere. Ja, einfach weil die so hardcore in meine Base reinrennen. Alter, what the fuck? Komm schon, komm schon, komm schon. Halt dich gegen, komm. Gebäude ist wieder weg. Nein! Ah! Damn, boy. Damn. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Meer aus Feuer hier, ey? Oh, krass, diese Stufe. Ach, die sind Stufe 8. Ja, genau, klar. Warum nicht? Gewinnt das irgendjemand? Nee, ne? Das Gefühl ist, dass es keiner gewinnen wird. Ja. Ja, okay, ihr hat einfach alles gemeuchelt zu bauen. Ich würde gerne noch feste, also super schwere Panzerung haben. Das wäre cool. Ich klatsche den weg, damit wir so schnell wie möglich auf den gehen. Ich glaube, die Boss werden trotzdem richtig hardcore geklatscht, aber die Reichweite ist auch nicht zwingend jetzt für diesen Moment, sondern einfach für allgemein. Wenn es dazu kommt mal, dass wir halt gegen was kämpfen, wie halt. Ja. Ja, halt sowas, ne? Okay, rein da. Hm? Werden die gut was zu reißen, die Dudes? Ich weiß nicht. Ich meine, sie werden auf jeden Fall verlangsamt durch die Schüsse. Die haben auch Range, das heißt... Schon mal ein schönes großes Problem. Ich muss mal meine Gebäude auch nochmal leveln. Habe ich Geld ausgeliehen? Nee, Gott sei Dank. Ich mich richtig hart im Minus gehen. Hier. Habe ich keinen Bock drauf. Möchte nicht so gern hier hart ins Minus gehen. Ich mag Geld. Und wenn wir 300 pro Runde dann Minus kommen, wenn wir jede Runde 200 leihen, ist blöd. Naja. Wir sollten auf jeden Fall den einen richtig schnell klatschen können. Ja, der eine ist schon tot. Nice. Jetzt das Problem halt einfach nur noch auf der linken Seite. Oh, die haben genau das gleiche wie meine Wasp. Lol. Oh, einer geht dahin. Nice. Die haben auch so 145 Range. Das ist cool. Aber ob das dagegen was... Obwohl, jetzt nur Scharfschützen, ne? Never mind. Hat der Doppelschuss? Nee. Anti-Air, der. Okay, der war gut was gekillt. Nice. Wollen wir das? Ich weiß nicht. Doch, ja, ich glaube schon einfach wegen den ganzen Wasp natürlich. Auf jeden Fall eine Möglichkeit ist deswegen. Kriegen die Wasp Level? Das wäre cool. Würde sich Elite Scharfschützen noch lohnen. 6000 Punkte haben wir jetzt schon. Noch ein Modibis Neufer brauche ich tatsächlich. Deiner hat die Range und dem anderen juckt das gar nicht. Gut. Das ist gut. Sehr gut. I like that. Hm.
Soll ich Geld leihen? Oh, warte mal, ich quatsch, brauche ich gar nicht. Oh, guck mal, wie sie kuscheln hier, das ist nicht schön. Oh, ups. Dann hole ich mir schon mal. Ah, soll ich das leveln? Boah, ja, ich glaube, das ist gut, dass ich erst jedenfalls ein Level hier. Oh no, oh, die haben Türme. Ja, Türme haben die hier auch hinten. Ich meine, die haben Schilde, nicht Türme. Ein tragbaren Schild, sorry. Ich glaube, gegen die Scharfschützen würde das echt ein Problem werden. Ja, mal schauen. Wir haben sehr viele Wasps, klar, aber wird auf jeden Fall ein Problem werden. Ja, ich sehe schon auf jeden Fall, das ist nicht geil. Ach, stimmt, er hat ja das Interim, das heißt, das Gebäude, wenn das kaputt ist, ist es ja auch egal. Ich hätte auch gerne diesen Verteidigungsspezialisten genommen, aber dann hätte ich das Problem gehabt tatsächlich. Ja, das Anti-Interferenz-Modul ist einfach, glaube ich, zu geil. Oh, komm. Scheiße. Jo, er lebt. He's alive. He's alive and well. Nice. Aber die ganzen Scharfschützen tun trotzdem weh. Fuck. I don't like that. This is hurt. It's hurting. Ja, gut, dann. Oh mein Gott. 800 da, alter Junge. Ne. Das macht keinen Sinn, das ist ja so eine Verschwendung von Geld. Oh, verdammt, ey, dieser Schnupfen, ey. Ekelhaft. So. So. Ich glaube, dein Anti-Air-Mustangs werden alle aufs Maul bekommen. Möchte eigentlich irgendwie warten. Ich weiß nicht, wo genau sammeln die sich die Teile. Ach, ist egal, ich will erstmal. Kriege ich überhaupt alle mit? Ich glaube nicht, ne? Ne, hier und da ein paar fliegen noch da. Das ist nicht schlimm. So, rennt mal bitte alle da rein, danke. Ja, also Schmelzpunkt, da habe ich echt keinen Bock drauf. Das ist die vorletzte Runde, ne? Ich hoffe, ich werde gleich verlieren. Und jemand überholt mich. Aber ich habe das Gefühl, dass es eh schon passieren wird. Und wenn, ich glaube, wenn der Gelbe den Boss ins Gesicht bekommt, ich glaube, bei seiner Armeeaufstellung hätte er ein Problem, glaube ich, dann sogar. Ja, gut, kommt drauf an, was für ein Boss er im Gesicht dann, ne? Natürlich, aber trotzdem. Oh, no. Oh, you are so dead. That hurts. Nein! Komm, geh doch weiter auf ihn! Was machst du, du Idiot? Oh Gott! Dieser Schmerz im Auge. Okay. Ja gut, oh mein Gott, ich bin immer noch am Führen. This is very bad. Ja, stopf den Feind mir noch von mir noch mehr ins Gesicht.
Okay. Alles klar, ich habe jetzt einfach mein Gebäude nochmal gelevelt. Das Gute ist, dass die keine Luft einatmen können, wie die experimentellen Schmelzpunkte. Die haben jetzt auch tatsächlich Elite-Scharfschütze, die Wasp. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich glaube, die meisten. Ja, ich habe fast alle Wasp, dass sie nach rechts fahren. Fliegen. Nicht fahren. Ich glaube, die Wasp haben sogar mehr Range als die. Ja, nicht, glaube ich nicht. Nee. Ah, ich habe verpennt. Ich hätte auf Geschwindigkeit und Range noch gehen müssen. Ah, nein, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Oh, das schmerzt jetzt hart im Auge. Ja, eigentlich nicht. Ja, die Mustangs schmilzen meine Dingens natürlich. Meine Wasps sterben echt schnell durch diese Mustangs. Immer noch, wo sind die Feinde denn? Was nur noch das ist am Leben? Weil die paar Scharfschütze kriegen sie ja niemals in meine Oberheere zu klatschen, alle. Oder? I don't know. Oh, der Big Boy macht's. Mit dem Laser. Der Sieg ist mein. Ja, also ich muss sagen, Reichweite, Oberheere sind schon echt geil. Also ich habe echt, das ist das Einzige, was ich gemacht habe, sonst habe ich einfach. Ja. Das ist meine Anfangsaufstellung. Ich habe nur das gemacht. Also die Wasp, so eine Kombination damit so. Aber oh mein Gott, fehlt mir diese. Oh, mir fehlt so hart dieser Sprungantrieb. Was habe ich hier nicht gemacht? Oh, ich habe alles genommen. Verdammt. Okay, ich dachte vielleicht eine Fähigkeit, die ich nicht genommen habe, aber ich habe mich versehen. Es war nur die Fähigkeit, die ich nicht genutzt habe bei Wasp, und die hätte ich dann wohl. Ja, ich wollte eigentlich die Fähigkeit, die ich hier eintauschen, die ich nicht hatte hier, wo ich gedacht habe, dass ich die nicht habe. Denn ich habe das nur hier so gesehen und dachte, ich wäre bei Oberherr gewesen. Hätte ich dann gegen Sprungantrieb eintauschen können, aber die Wasp haben tatsächlich eine Fähigkeit, die nur fehlt, und das ist der Sprungantrieb. Irgendwie, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber. Ja, wir haben trotzdem gewonnen, obwohl ich die Range und die Geschwindigkeit nicht hatte. Ja. Das ist ganz nice. Die Gebäude aufwerten war auf jeden Fall eine gute Sache am Ende jetzt noch. Wenn mich, glaube ich, ja, beim Look, ja, wahrscheinlich 100% haben wir beide verloren. Aber es ist krass, dass der Stufe 4er sogar nach links gegangen ist. Das ist, interessant. Krass, der one-shottet den sogar fast, den Säbelzahn. Heilige. Der ist eine Stufe 4. Okay. Das Einzige, womit die hier uns hätten nerven können, tatsächlich wäre Superraketensperrfeuer. Die hätten unsere Wasp nicht hart auseinandergenommen, die Teile. Und auch die ganzen Massen an Mustangs, die hier gespawnt worden sind. Und natürlich auch die Anfangs-Mustangs auf Stufe 8, die natürlich einfach mal Range und Luftspezialist haben. Echt geil. Naja. Okay, der Junge ist ja hardcore hier reingegangen. Alles von wegen plus Schaden und so. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, als ob der hier. Ne, der ist da drauf, okay. 150.000 Schaden. Boah, da bin ich aber froh, dass ich keine Bodeneinheiten hatte, wirklich, ey. Oh mein Gott. Na gut. Ja, das war, Range Oberherr. Mit 180, in Klammern 165 Range. Ohne natürlich hier von der Kommandozentrale die Range extra noch, die 15. Aber hat ganz gut funktioniert. Das war auch ganz nice, aber der Schaden war trotzdem zu hoch von den Scharfschützen tatsächlich. Weil die ja auch schon ein ganz schön hohes Level waren. Ja, mit 24.000 und dann hier noch den 75% Schaden auf Lufteinheiten. Und natürlich Elite-Scharfschütze, also das ist schon krank. Ja, gut. Naja, trotzdem. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Schau. Oh wow, der hat sogar ein bisschen viel mehr gehabt. Okay, hab ich auch gar nicht gesehen.
Also so ein großes Feld, da muss man echt achten auf alles. Da kann man gar nicht.